Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören nun zwei Vorlesungen von Professor Dr. Hans Hermann Hoppe. Setzen Sie sich gut auf Ihre Stühle, vielleicht halten Sie sich auch etwas fest. Das Barron's Magazin hat einmal zu einem Buch von Professor Hoppe geschrieben, that Hoppe's writings are like a laser beam. Be prepared for arguments that you push behind your limits. Wir hören zunächst die Vorlesung Recht und Wirtschaft, Professor Dr. Hans Hermann Hoppe. Das, was ich jetzt mache, das ist relativ harmlos. In der nächsten Vorlesung geht es etwas härter zur Sache. Ich will zunächst erstmal sprechen über das, was ich für das Problem sozialer Ordnung halte oder was man das Problem sozialer Ordnung nennen könnte. Es gibt kein Problem der sozialen Ordnung, wenn es nur eine Person auf der Welt gibt. Die Person kann offensichtlich machen, was sie will, kommt ja mit keiner anderen Person in Konflikt. Die Frage, ob das richtig ist oder falsch ist, die stellt sich in dem Sinne überhaupt nicht. Ein Problem sozialer Ordnung entsteht, wie das Wort sozial schon andeutet, nur wenn es mindestens zwei Personen gibt. Nehmen wir also an, es gibt zwei Personen und zunächst erstmal, dass diese zwei Personen im Paradies leben. So wie ich mir das Paradies vorstelle, weiß nicht so genau, meine Erfahrungen sind da etwas begrenzt, denke ich also, da gibt es einen Überfluss an allen Dingen. Immer wenn ich eine Banane haben will, dann ist eine Banane da, wächst automatisch wieder nach, es gibt keine Knappheit von Gütern und nichts. Frage stellt sich dann, welche Konflikte können dann, sagen wir, Crusoe und Freitag, die da zusammen im Paradiese leben, oder Adam und Eva, welche Konflikte können dann zwischen denen auftreten? Und was man da feststellt ist, die möglichen Konflikte sind relativ begrenzt. Sie würden sicher nicht über die Bananen streiten oder über die Äpfel oder über Biere und Wein und was es da sonst alles gibt im Paradies. Denn immer wenn ich einen Wein trinke, nehme ich niemandem etwas weg. Es gibt ja noch genug für alle anderen auch. Ein Konflikt über solche Güter ist einfach nicht möglich, weil es eben einen Überfluss an Gütern gibt. Aber auch im Paradies, auch im Garten Eden, gibt es natürlich die Möglichkeit von Konflikten, wenn auch nur ganz wenige Konflikte. Denn es gibt immer noch zwei Sachen, die sind knapp. Das eine ist einfach unser physischer Körper. Davon habe ich nur einen. Und natürlich auch der Standplatz, wo mein physischer Körper drauf ruht. Und es kann also Konflikte geben der Art, dass ich mit der Eva irgendetwas anstellen will und die Eva findet das nicht so gut. Oder dass ich den Platz einnehmen will, wo die Eva steht, und es kommt dadurch zu einem Gedränge, weil nicht beide, zwei Personen denselben Platz zur gleichen Zeit einnehmen können. Wie würde man vernünftigerweise im Paradies Regeln festlegen, deren Zweck es ist, Konflikte zu vermeiden? Lassen Sie mich gleich den Punkt betonen. Der Sinn von Normen, der Zweck von Normen, der Zweck von Rechtsregeln ist Konfliktvermeidung. Wenn wir Konflikte nicht vermeiden wollten, dann gibt es eben keine Probleme, dann gibt es eben nur Prügelei und sonstige Sachen. Normen, die Konflikte erzeugen, sind sozusagen sinnwidrig. Das sollen Normen gerade vermeiden, dass es zu Streitigkeiten zwischen Personen kommt.
Es ist wichtig, dieses sich klar zu machen. Der Sinn von Normen ist Konfliktvermeidung. Wenn das unsere Absicht nicht ist, Konflikte zu vermeiden, dann brauchen wir keine Normen. Also der Sinn ist Konfliktvermeidung. Welche Normen würden Adam und Eva vermutlich annehmen? Wir bleiben zunächst erstmal so einfach im intuitiven Bereich. Naja, die Norm, die vermutlich vorgeschlagen würde, ist, jede Person ist exklusiver Eigentümer seines eigenen Körpers und darf mit diesem Körper tun, was sie will. Und ich darf mit dem Körper einer anderen Person nur etwas anstellen, wenn diese andere Person dem zustimmt. Ganz einfache Regel. Jede Person ist Eigentümer ihres eigenen physischen Körpers. Um ganz schnell vorzugreifen, Sie sehen sofort, dass zum Beispiel die gegenwärtige Rechtsordnung das keineswegs anerkennt, dass jede Person Eigentümer ihres eigenen Körpers ist. Es werden alle möglichen Vorschriften gemacht darüber, was ich und was ich nicht mit meinem Körper anstellen darf. Und die zweite Regel, die man vermutlich annehmen würde, ist, jede Person darf sich überall hin bewegen, außer auf dem Platz, wo schon eine andere Person steht. Wenn die andere Person dann weggeht, dann kann ich mich auch dahin stellen. Aber solange sie da steht, muss man da warten. Wenn Adam und Eva sich an diese Regeln halten würden, können sie ihr Leben konfliktfrei gestalten. Wenn sie sich nicht an diese Regeln halten, dann gibt es eben Konflikte dieser Art, die ich gerade beschrieben habe. Jetzt gehen wir in die richtige Welt, und in der richtigen Welt gibt es Knappheit aller möglichen Dinge. Unsere Aufgabe besteht also jetzt darin, angesichts der Knappheit aller möglichen Dinge Regeln zu bestimmen, die Konflikte zwischen Personen bezüglich aller anderen knappen Dinge zu vermeiden versuchen. Und die grundsätzliche Antwort, wie man das machen muss, leuchtet sofort ein. Es muss der Fall sein, dass alle knappen Güter im Privateigentum von Personen sind, sodass immer feststeht, wer hat exklusives Verfügungsrecht über dies und jenes Gut und wer hat es nicht? Wenn hinsichtlich aller knappen Güter Privateigentum besteht, können alle Konflikte vermieden werden. Ich mache mit meinem Eigentum das, was ich machen will. Sie können völlig andersartige Interessen haben und sowas, ganz anders über die Welt denken als ich, solange sich ihre Handlungen nur auf die Gegenstände beziehen, die ihr Eigentum sind, gibt es keinen Konflikt. Auf ein paar Komplikationen komme ich später noch zu sprechen. Aber wichtig ist zunächst erstmal zu sehen, wenn alles exklusiv besessen wird, dann handelt jeder immer nur mit den Dingen, die seine Sachen sind, und das berührt die Handlung anderer Personen in keiner Weise, die auch nur mit den Dingen etwas tun, was eben ihr Eigentum ist. Dann stellt sich die Frage aber, gut, wenn alles im Privateigentum befindlich sein muss, wie wird dann aber Privateigentum zunächst erstmal erworben? Wer ist denn nun Eigentümer dieses Guts, Eigentümer dieses Gegenstands und so weiter? Und da scheint die intuitive Lösung eben die folgende zu sein.
Eigentum wird dadurch begründet, dass man einen als knapp wahrgenommenen Gegenstand das erste Mal aneignet. Der erste Aneigner eines Gegenstandes kann offensichtlich nicht in einem Konflikt mit einer anderen Person stehen. Jede andere Person hat die Möglichkeit, diesen Gegenstand auch anzueignen, aber bisher hat das keiner gemacht. Das nennt man ursprüngliche Aneignung. Ich bin der Erste, der einen Gegenstand ergreift und zu meinem Eigentum mache. Alle anderen Personen der Welt hätten die Chance gehabt, das auch zu tun, haben das aber nicht getan, haben das nicht als knapp und wertvoll erkannt, dieses Gut. Folglich habe ich diesen Gegenstand erworben in einer Weise, die keinen Konflikt mit anderen Personen verursacht hat. Und dann, darüber hinaus, kann man Eigentum auch erwerben, indem man es von einem früheren Eigentümer durch einen freiwilligen Austausch erwirbt. Und natürlich kann man Eigentum auch dadurch erwerben, dass man mit Dingen, die man ursprünglich angeeignet hat oder die man von dem ursprünglichen Aneigner durch freiwilligen Tausch erworben hat, dass man die dann weiter transformiert, andere Güter daraus herstellt und so weiter. Es gibt also drei Regeln, die man einhalten muss, um alle Konflikte zu vermeiden. Erstens, jede Person ist Eigentümer ihres eigenen Körpers. Jede Person ist Eigentümer der Dinge, die sie vor allen anderen aus einem naturgegebenen Zustand zu ihrem Eigentum macht, indem sie Besitz davon ergreift als Erste. Jede Person ist Eigentümer der Dinge, die sie mit ursprünglich angeeigneten Gütern weiterhin herstellt. Und jede Person ist Eigentümer von solchen Dingen, die sie von einem früheren Eigentümer durch einen freiwilligen Austausch erworben hat. Wenn man sich an diese Regeln hält, gibt es von Anfang bis Ende der Menschheit keinen Konflikt. Wenn man sich nicht an diese Regeln hält, gibt es Konflikte. So, jetzt lassen Sie mich versuchen, diese Regeln ein bisschen zu verteidigen, eine Rechtfertigung für diese Regeln zu geben. Das Schöne an den Regeln ist, dass sie intuitiv ohnehin einsichtig sind. Wenn Sie sich mit Personen unterhalten, stellen Sie fest, dass die meisten Leute, dass Ihnen zum Beispiel sollte jede Person Eigentümer ihres eigenen Körpers sein, dass sie das ist doch selbstverständlich. Man fragt, sollte eine Person, die als zweite Person kommt und etwas haben will, was eine andere Person vorher schon erworben hat, sollte man die zum Eigentümer machen? Würden die meisten Leute sagen, ja, das ist doch irre, so eine Regelung. Gut, lassen Sie mich aber zu einem etwas systematischen Verteidigung dieser Regeln kommen. Der erste Weg besteht darin, dass wir nehmen einfach das Gegenteil an. Und bei Annahme des Gegenteils stellen wir fest, dass wir dann immer zu Konflikten führen wird. Die eine Alternative zum, und ich beschränke mich jetzt im Moment einfach auf das Eigentum am eigenen Körper, das kann man dann immer auf die anderen Objekte ausdehnen, aus Zeitgründen. Die eine Alternative zum Selbsteigentum ist, zu sagen, nein, eine Person wird von einer anderen Person besessen. Das ist das System der Sklaverei. Ich bin Eigentümer Ihres Körpers oder Sie sind Eigentümer meines Körpers. Ja, was klar ist, ist Folgendes.
Zum einen ist das natürlich eine Norm, die unvermeidbar zu einem Konflikt führt. Das heißt also, eine sinnwidrige Norm. Erinnern Sie sich, der Sinn von Normen ist Konfliktvermeidung, sonst brauchen wir gar keine. Das führt automatisch zu Konflikten. Und es widerspricht auch dem sogenannten Universalisierungsprinzip. Das heißt, Recht oder Ethik muss universell gelten, für alle Personen gleichermaßen gelten. Aber eine Sklavenethik ist natürlich keine universalisierbare Ethik. Das ist eine Ethik der Supermenschen und der Untermenschen. Unterschiedliche Regeln und Rechte gelten für den Sklavenhalter und für den Sklaven. Das scheidet aus diesem Grunde aus. Die andere Alternative, Murray Rothbard hat die genannt, das wäre der universelle Kommunismus. Wir alle besitzen einen gleich großen Anteil an allen anderen Personen. Oder Sie können das auch ausdehnen, wir besitzen einen gleichen Anteil an einem Stück Land oder an einer Fabrik oder was auch immer es sein mag. Universeller Kommunismus. Nun, was ist das Problem mit dem universellen Kommunismus? Die Sklaverei kann praktisch durchgeführt werden. Das ist klar, es gibt ja historische Beispiele dafür. Wir können zeigen, dass sie nicht universalisierbar ist und so weiter, aber praktisch durchführbar ist sie. Ein universeller Kommunismus ist gar nicht durchführbar. Aus folgendem Grund. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen einfach diese Theorie des universellen Kommunismus vorschlagen. Kann ich Ihnen das vorschlagen, da ich ja doch nur ein Teilbesitzer, ein Teileigentümer meiner selbst bin? Ich bin ja nicht exklusiver Eigentümer meiner Stimmbänder, meines Gehirns und so weiter, die erforderlich sind, um diese Vorschläge zu machen, um diese Wörter zu formulieren, die diesen Vorschlag beinhalten. Ich bin ja nur Teileigentümer. Was wäre also erforderlich, damit ich diese Äußerung überhaupt tun kann, wäre doch eine Zustimmung all derjenigen, die Miteigentümer von mir sind. Aber können diese anderen Personen mir eine solche Zustimmung erteilen? Und die Antwort ist, nein, das ist natürlich auch nicht möglich, denn diese Personen sind ja selbst nicht Eigentümer ihres Körpers, hundertprozentige Eigentümer ihres Körpers, sondern sind auch nur Teileigentümer. Auch die, um ihren Mund aufzumachen und zu sagen, was sie sagen, benötigten sozusagen die Zustimmung aller anderen Personen. Aber diese anderen Personen können eben auch nicht ihre Zustimmung geben, ohne die Zustimmung der anderen zu haben, weil wir ja alle nicht Selbsteigentümer sind, sondern eben nur Teileigentümer unserer selbst. Das System scheitert also von vornherein als ein völlig undurchführbares System. Eine alternative Art und Weise, diese Regeln zu rechtfertigen, ist folgendes. Nehmen wir an, wir haben einen Konflikt mit einem Elefanten. Der Elefant kommt in einen Porzellanladen und zertrampelt das ganze Porzellan. Können wir dann zu dem Elefanten sagen, also hör mal, weißt du nicht, dass das ungehörig ist und dieses Porzellan gehört mir und nun reiß dich mal zusammen und so weiter. Ganz offensichtlich ist das eine völlig absurde Vorstellung. Warum ist das eine absurde Vorstellung? Und die Antwort ist ganz einfach, weil dem Elefanten Rationalität fehlt. Und was verstehen wir unter Rationalität in diesem Zusammenhang? Dass dieser Elefant sich in eine Argumentation mit uns begeben kann. Und das kann er offensichtlich nicht. Um Konflikte mit
nicht rationalen Agenten, nicht rationalen Akteuren, mit Akteuren, die gar nicht argumentieren können, mit denen man nicht sprechen, diskutieren kann, um solche Konflikte zu vermeiden, das ist nur ein technisches Problem für uns. Also entweder müssen wir den Elefanten abschießen oder wir müssen ihn anketten oder wir müssen ihn einzäunen und so weiter. Unser gesamter Umgang mit Tieren ist diese Art, technischer Art. Wir dressieren sie, wir zäumen sie, wir töten sie, was auch immer. Das ist ein technisches Problem, was wir mit Tieren haben. Um überhaupt über ein Thema wie, was ist Recht und Unrecht, gibt es Recht oder gibt es gar kein Recht? Um solche Fragen zu diskutieren, müssen wir uns in jedem Fall in eine Argumentation begeben. Nur in Argumentationen werden solche Fragen entschieden. Also beachten Sie, dass auch eine Person sagt, wie gesagt, es gibt gar nicht sowas wie Recht. Recht ist alles relativ. Was Leute auch immer so machen, das ist eben rechtens. Macht ist Recht. Wenn die das als Behauptung vertreten und nachweisen zu können glauben, dass das eine korrekte Aussage ist, geht das nicht anders, als dass man sich in eine Argumentation begibt. Und der Sinn einer Argumentation ist, entweder zu einer übereinstimmenden Lösung zu kommen oder zumindest insoweit zu einer Übereinstimmung zu kommen, dass man sagt, wir können uns in dieser Frage nicht einigen. Und wenn Sie jetzt angucken, gibt es so etwas, was man als Voraussetzung betrachten kann dafür, dass man überhaupt miteinander argumentiert, dann stellen Sie fest, ja, das gibt es. Es gibt eine praxeologische Grundlage für das Miteinander argumentieren, für das Miteinander reden. Und das ist, dass man exklusive Verfügungsgewalt über den eigenen Körper hat, mit dem man diese Argumente vorträgt. Ich bin exklusiver Eigentümer meines Körpers, um mein Argument vorzutragen. Und ich muss Sie anerkennen als exklusiven Eigentümer Ihres Körpers, um es hinzunehmen, dass Sie von sich aus mit Ihren eigenen Mitteln ein Gegenargument formulieren und wir als Proponent und Opponent in einem Argument, in einer Argumentation miteinander umgehen können. Was Sie damit feststellen ist, es ist praxeologisch unmöglich zu leugnen, ohne in einen Selbstwiderspruch zu verfallen, dass Personen Eigentümer, exklusive Eigentümer ihres eigenen Körpers sind. Man kann in einer Argumentation nicht das Gegenteil behaupten, ohne sich in einen Widerspruch zu verstricken. Also das ist die alternative Möglichkeit, um diese Regeln zu rechtfertigen. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Sache. Wenn jemand sagt, ja, aber soll man denn rational sein? Soll man sich denn in eine Argumentation begeben? Darauf muss man dann ganz kurz antworten. Ja, zumindest kann man nicht dagegen argumentieren, dass man das soll. Dann müsste man nämlich seine Klappe halten. Und wenn man seine Klappe hält, dann verdient man natürlich auch keine Antwort. Dann scheidet man gewissermaßen aus der Diskussion aus. Die Leute verdienen dann auch keine Antwort. Den kann man dann durchaus auf den Kopf schlagen. Wenn Sie aber sich auf eine Argumentation einlassen, dann müssen Sie implizit in jedem Fall zugeben, ja, wir können gar nicht anders argumentieren, als dadurch, dass wir wechselseitig unsere exklusive Eigentumsrechte am eigenen Körper zugestehen. So, jetzt zu ein paar zusätzlichen Klärungen. Und
Missverständnissen, die häufig vorkommen. Erster Punkt: Eigentum betrifft immer Eigentum physischer Dinge. Es bedeutet, ich bin der exklusive Verfüger über ein bestimmtes physisches Objekt. Und eine Eigentumsverletzung ist immer eine Verletzung der physischen Integrität eines Objektes. Das ist aus folgendem Grund wichtig. Einmal, was die Idee von intellektuellen Eigentumsrechten angeht. Ich will da nicht im Detail drauf eingehen, ich möchte nur andeuten, dass intellektuelles Eigentumsrecht ein nicht existierendes Recht ist. Es steht im Widerspruch zum Eigentum an physischen Objekten. Stellen Sie sich vor, ich pfeife jetzt ein fröhliches Lied vor mich hin. Nicht, dass ich das könnte, aber denken Sie sich das nur. Und Sie hören das Lied und finden das ganz toll. Und pfeifen dieses Lied nach. Dann haben Sie in der gegenwärtigen Rechtsprechung möglicherweise als Nachpfeifender mein intellektuelles Eigentumsrecht an diesem Liedchen verletzt. Sie machen etwas nach, Sie machen es nach mit Ihren Mitteln, also mit Ihrem Körper, mit Ihrer Stimme, mit Ihren Lippen. Wenn man ein intellektuelles Eigentumsrecht hätte, also ein Recht an dieser Melodie, dann könnte ich jetzt gegen Sie vorgehen, der Sie dieses Lied nachgepfiffen haben, und sagen, du hast mein intellektuelles Eigentumsrecht verletzt. Nehmen Sie eine Mausefalle statt eines Liedes. Ich habe eine Mausefalle gebaut und Sie sehen die Mausefalle und konstruieren mit Ihrem Eigentum eine andere Mausefalle. In der gegenwärtigen Rechtslage ist das ein Rechtsbruch. Warum lässt sich das nicht mit physischem Eigentum vereinbaren, eine solche Art von intellektuellem Eigentumsrecht? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich jetzt also gegen Sie vor, Sie dürfen dieses Lied nicht nachpfeifen. Sie müssen mir etwas bezahlen dafür, dass Sie dieses Lied nachpfeifen oder dass Sie Mausefalle nachgebaut haben. Das, und wenn ich das Recht durchsetzen kann, hieße das, dass ich Eigentumsrecht an Ihren physischen Dingen erworben habe. Das heißt also, dann müsste ich Eigentümer des Holzes sein, aus dem die Mausefalle gebaut worden ist, oder müsste ich Eigentümer ihrer Stimmbänder und so weiter sein, das sie ja nur gebraucht haben, um das nachzupfeifen. Also intellektuelle Eigentumsrechte sind mit Eigentumsrechten im eigentlichen Sinne als Eigentum an physischen Objekten nicht vereinbar. Dass natürlich alle Sänger, die irgendein schönes Lied da singen, gerne Geld kassieren würden, dass andere Leute das nachtrallern, ist verständlich vom Standpunkt dessen, der das Lied zuerst gesungen hat, bedeutet aber nichts anderes, dass er beansprucht, Eigentümer des physischen Eigentums anderer Personen zu sein. Das führt automatisch zu Konflikten. Rezepte sind keine knappen Güter. Ideen sind keine knappen Güter. In dem Moment, wo die Idee einmal gedacht worden ist und sie sozusagen erkennbar ist in irgendwelchen Objekten, können alle Leute das nachmachen. Niemand nimmt einem anderen Eigentum weg, der ein Produkt herstellt, was eine andere Person schon hergestellt hat, oder der ein Lied pfeift, was eine andere Person vorher gepfiffen hat.
Und die Idee, dass man Eigentum nur an physischen Objekten hat und dass Eigentumsverletzungen nur dann vorliegen, wenn eine Verletzung der physischen Integrität des Eigentums anderer Personen erfolgt, ist aus dem Grunde auch wichtig, um zu betonen, dass man kein Eigentum am Wert des physischen Eigentums hat, was man besitzt. Der Wert des physischen Eigentums, das ich besitze, hängt nicht von mir alleine ab, der hängt auch von der Wertschätzung anderer Personen ab. Lassen Sie mich folgendes Beispiel verwenden, um das zu erläutern. Wenn ich als Adam hinter Eva hinterher bin und dann tauchen Sie plötzlich noch auf und Sie sind noch viel schöner als ich und die Eva ist geneigt, Ihnen ihre Gunst zu schenken, dann ist natürlich der Wert meines Eigentums, der Wert meines eigenen Körpers dramatisch gefallen. Gucken Sie sich den Arbeitsmarkt an. So wie eine andere Person in denselben Arbeitsmarkt eintritt, in dem Sie gegenwärtig tätig sind, mögen sehr wohl die Löhne fallen, die man Ihnen bietet. Aber das Eigentum, das ich an meinem Körper habe, bedeutet nicht, dass ich den Wert erhalten darf. Wenn ich das dürfte, dann müsste ich ja jetzt Sie, nachdem Sie also da aufgetaucht sind und die Eva Ihnen schöne Augen macht, dann müsste ich Ihnen ja den Kopf einschlagen dürfen, um den Wert zu erhalten, den ich ansonsten auf dem Suitermarkt hätte. Oder wenn ein zusätzlicher Arbeiter aufkreuzt, der dafür zuständig oder der dafür verantwortlich ist, dass ihr Lohn gedrückt wird oder ihr Gehalt gedrückt wird, dann müsste ich ja die Möglichkeit haben, gegen diese Person vorzugehen. Also, geben Sie ein anderes Beispiel, jemand macht ein Geschäft neben Ihrem Geschäft auf, ohne eine physische Beeinträchtigung Ihres Eigentums. Nichts passiert mit Ihrem physischen Eigentum. Nur neben Ihnen hat ein anderer Drogeriemarkt aufgemacht und Sie als Drogeriemarktbesitzer eben in Bedrängnis gebracht. Nochmal, Eigentum ist Eigentum an der physischen Integrität von Objekten und nicht am Wert dieser Objekte, denn der Wert dieser Objekte hängt von der Einschätzung anderer Personen ab, die Sie ja nicht besitzen. Ein zweiter Gesichtspunkt ist wichtig. Bei der Eigentumsbegründung, wie ich am Anfang schon betont habe, gibt es eine zeitliche Ordnung. Und diese zeitliche Ordnung ist wichtig, um zu entscheiden, wer einen Rechtsbruch begangen hat oder wer keinen Rechtsbruch begangen hat. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Ich bin ursprünglicher Aneigner eines Stückes Land. Um mich herum wohnt niemand. Und auf diesem Land produziere ich etwas und Qualm entsteht und der verbreitet sich in der Umgebung. Und jetzt kommt eine zweite Person und die begründet Eigentum am Nachbargrundstück. Und die sagt, ja, aber dieser Qualm, der da aus deiner Fabrik rauskommt, der landet ja jetzt immer auf meinem Land. Das ist eine physische Beeinträchtigung meines Eigentums. Das darfst du nicht. Die Antwort ist, nein, der Zweite hat keinen Anspruch darauf, dass ich das einstelle. Denn das Land, was er erworben hat, was er offensichtlich für wertvoll gehalten hat, um es in Besitz zu nehmen, war ja schon verqualmtes Land. Ich war zuerst da.
Er hat keinen Anspruch auf, darauf, dass ich aufhöre mit dieser Belästigung. Aber im umgekehrten Fall, wenn diese Person zuerst da gewesen wäre und dann komme ich und dann errichte ich meine Fabrik und dann kommt Qualm aus meinem Schornstein und beschädigt das Eigentum der anderen Personen, dann kann die andere Person sehr wohl darauf bestehen, dass ich aufhören muss mit dieser Art von Produktion, dass ich einen Filter einbauen muss und so weiter und so fort. Also es kommt immer darauf an, wer war erst da? War ich eher da oder war die andere Person eher da? Je nachdem, wer eher da war, wird der Fall so entschieden oder wird der Fall anders entschieden. Noch eine weitere Art und Weise, wie man diese Regeln, die ich hier erklärt habe, rechtfertigen kann. Eine eher ökonomisch ausgerichtete Verteidigung. Die Regeln, die ich dargelegt habe, also Eigentum wird erworben durch ursprüngliche Aneignung, durch Produktion mit ursprünglich angeeigneten Dingen und durch freiwillige Übertragung von Eigentum von einem früheren auf einen späteren Eigentümer. Diese Regeln kann man auch rechtfertigen mit dem sogenannten Pareto-Kriterium. Pareto hatte die Idee zu sagen, Nutzen kann man nicht messen. Nutzen ist ordinal. Darin stimmen Österreicher überein. Es gibt manche Leute, die glauben, Nutzen könne man messen. In manchen ökonomischen Textbüchern gibt es sogenannte Utils, also Einheiten des Nutzens. Zwar hat noch nie jemand solche Utils gesehen, aber das hindert Ökonomen in Textbüchern nicht daran, mit Utils zu rechnen, zum Beispiel, sie zu addieren, integrieren, differenzieren und so weiter und so fort. Wenn es solche Utils gäbe und das Ziel wäre, die soziale Wohlfahrt zu verbessern, dann müsste man einfach immer nur jeweils gucken, wie viele Utils sind in meinem Kopf, wie viele Utils sind in Ihrem Kopf. Kann also durchaus so sein, dass ich nehme Ihnen etwas weg und das erhöht meine Utils um 100 Utils, aber reduziert Ihre Utils nur um 50 Utils. Dann würde man sagen, das ist völlig angemessen, dass ich Ihnen Ihr Portemonnaie aus der Tasche nehme, denn das erhöht ja die Gesamtwohlfahrt. Nun gibt es aber diese Utils nicht, das hat Pareto eingesehen und hat gesagt, wenn es Utils nicht gibt, dann kann man nur davon reden, dass sich die soziale Wohlfahrt erhöht, wenn folgendes Kriterium erfüllt wird. Durch eine Handlung muss mindestens eine Person besser gestellt sein, also ihr Nutzen muss erhöht sein, ohne dass man den Nutzen messen kann, ohne den Nutzen einer anderen Person zu reduzieren. Oder es müssen eben der Nutzen verschiedener Leute gleichzeitig ansteigen, ohne dass der Nutzen anderer Personen geschädigt wird. Nur dann kann man von einem Anheben des sozialen Wohlstands sprechen. Man kann nicht davon sprechen, wenn die Wohlfahrt einer Person, der Nutzen einer Person steigt und eine andere Person sagt, aber ich verliere dadurch Nutzen, dass du das getan hast. Weil man Nutzen dann nicht vergleichen kann, ist es unmöglich dann zu sagen, was ist passiert mit dem sozialen Nutzen sozusagen. Na, wenn Sie sich diese Idee vorstellen, dann sehen Sie Folgendes. Ein Akt der ursprünglichen Appropriation, also der ursprünglichen Aneignung vorher nicht im Eigentum befindlicher Güter, erhöht den Nutzen der aneignenden Person, sonst hätte sie das ja nicht durchgeführt.
nimmt dieser Akt irgendeinem anderen etwas weg? Und die Antwort ist, nein. Niemand, jeder hatte die Möglichkeit, diese Sachen anzueignen, niemand hat es getan, niemand hat also gezeigt, zu dem Zeitpunkt, dass er diesen Dingen auch Nutzen beigemessen hat. Also kann der Nutzen anderer Personen durch einen ursprünglichen Aneignungsakt nicht reduziert werden. Jeder Produktionsakt, den ich durchführe mit ursprünglich angeeigneten Gütern, genügt diesem Kriterium auch. Ich produziere nur etwas in der Annahme, dass das, was ich produziere, aus dem Ingredienzen wertvoller ist als die Ingredienzen selbst. Jeder Produktionsakt ist der Versuch, aus etwas weniger Wertvollem etwas Wertvolleres herzustellen. Mein Nutzen wird erhöht, solange ich keine physische Schädigung des Eigentums anderer damit vornehme, ist der Nutzen anderer Personen unberührt. Und schließlich, wenn es um einen freiwilligen Austausch geht, wie wir schon des Öfteren gehört haben, ein freiwilliger Austausch findet nur statt unter der Voraussetzung, dass beide Personen erwarten, von diesem Austausch zu profitieren. Zwei Personen werden besser gestellt, und der Rest der Welt wird davon gar nicht betroffen. Also auch unter Anwendung dieses Pareto-Kriteriums können wir diese Regeln rechtfertigen, und jede Verletzung dieser Regeln wäre gleichzeitig auch eine Verletzung der Pareto-Kriterien. Zum Schluss will ich Ihnen eine merkwürdige, abweichende Vorstellung zu der Vorstellung, die die Österreicher haben, über Recht und Unrecht vorstellen, die seitens der Chicago-Schule vorgeschlagen worden ist. Insbesondere von Richard Posner, der ein berühmtes Lehrbuch über Law and Economics geschrieben hat, ein hochrangiger Richter in Amerika ist, immer als aussichtsreicher Kandidat für eine Position auf dem Supreme Court gilt, an der Universität Chicago gelehrt hat, immer noch lehrt, glaube ich, und auch von Ronald Coase, Nobelpreisträger in Ökonomie, und wie Sie wissen, werden die Chicago-Leute häufig als Freimarktwirtschaftsfans dargestellt, meines Erachtens völlig zu Unrecht. Kleine Abschweifung zu diesem Thema. Sie haben wahrscheinlich auch von James Buchanan gehört, wenn Sie da so in den Zeitungen die auch Nobelpreisträger, bei den Nobelpreisträgern in Ökonomie ist das so ähnlich wie bei den Friedensnobelpreisträgern, weil Friedensnobelpreisträger, wenn man viele Leute ermordet hat, hatte man relativ gute Chancen als Ökonomieprofessor. Wenn man großen Unsinn verzapft hat, hat man auch vergleichsweise bessere Chancen, als wenn man noch halbwegs seine Marbles together hat. James Buchanan zum Beispiel, wie gesagt, zelebriert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Neuen Zürcher Zeitung, so als großer Prophet des freien Marktes, mit so ein paar kleinen Ecken und Kanten. James Buchanan hat vorgeschlagen, dass es eine hundertprozentige Erbschaftssteuer geben sollte. Ich meine, wie kann man jemanden als Proponenten einer freien Marktwirtschaft bezeichnen, der für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer eintritt? Bezeichnenderweise hat James Buchanan auch keine Kinder gehabt. Dann kann man das vielleicht noch verstehen. Gut, also ich komme zu Herrn Posner und Herrn Coase. Die Idee von
von Posner hat er einmal ganz drastisch formuliert. Er hat gesagt, an act of injustice, also eine unrechte Handlung, ist definiert als eine Handlung, die den Wohlstand einer Gesellschaft reduziert. Und das führt zu interessanten Schlüssen. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir haben eine Fabrik, die Umweltverschmutzung erzeugt und die den Wert des umliegenden Eigentums um 2 Millionen Dollar reduziert. Und es würde 3 Millionen Dollar kosten, um diese Fabrik irgendwo anders anzusiedeln. Also der Schaden ist 2 Millionen Dollar, die Ansiedlung an einem anderen Ort ist 3 Millionen Dollar. So, wie entscheidet jetzt Herr Posner? Wie würden Österreicher entscheiden? Österreicher würden natürlich sagen, war die Fabrik erst da oder waren die Nachbarn erst da und dann kam die Fabrik? Das ist der entscheidende Punkt. Aber für Posner ist das Kriterium, was maximiert den Wohlstand? Wohlstand gemessen jetzt sozusagen in Dollars. Wie würde die Entscheidung in diesem Fall ausfallen? Naja, in diesem Fall ist ja teurer, die woanders hinzuschicken, also darf sie weitermachen. Okay. Denn es ist teurer, sie müsste mehr zahlen, wenn sie woanders ist und der Schaden, den sie anrichtet, ist eben vergleichsweise niedrig. Sie müssten den Schaden hinnehmen, ganz egal, ob Sie da vorher gewohnt haben und die Fabrik später hingekommen ist, aus diesem Grunde der Wohlstandsmaximierung. So, jetzt drehen Sie einfach das Beispiel um, die Zahlen. So, der Schaden, der ist 3 Millionen Dollar und die Relokationskosten sind 2 Millionen Dollar. In dem Fall würde man gegen den Eigentümer entscheiden, der die Fabrik besitzt und sagt, du musst jetzt dafür sorgen, dass da ein Filter eingebaut wird und so weiter und so fort. Wiederum ohne Berücksichtigung dieser Zeitkomponente, die ich betont habe. Um die Absurdität dieser Vorstellung deutlich zu machen, vielleicht noch ein paar andere Beispiele. Herr Posner zum Beispiel betrachtet den Fall von Henry Ford und stellt sich folgendes Problem. Henry Ford, also der Gründer der Ford-Fabriken und so weiter. Man stelle sich vor, Henry Ford wäre ein trappistischer Mönch geworden. Das hätte offensichtlich den sozialen Wohlstand dramatisch gemindert im Vergleich zu der Situation, wo er sich entscheidet, ich werde jetzt ein Industrieller und beginne mit dem Autobau. Was müsste man in diesem Fall mit Henry Ford machen, der also hin und her überlegt, da werde ich nun Industrieller oder werde ich ein trappistischer Mönch? Naja, da müsste man natürlich dem guten Henry Ford das Eigentumsrecht an seinem eigenen Körper entziehen und ihm verbieten, ein Mönch zu sein, denn das würde ja offensichtlich den Wohlstand in Geldeinheiten gemessen reduzieren im Vergleich zu dem Wohlstand, der entstehen würde, wenn der gute Mann also als Automobilproduzent auftritt. Und der scheut sich dann nicht, Folgendes zu sagen. Wenn es einen Geschmack oder eine Liebwertschätzung der reinen Einsamkeit vor pure Solitude gibt, dann ist das eine
selbstsüchtige Motivation, weil diese Person ja nichts dazu beiträgt, um zu produzieren. Wir müssten also gezwungen werden, gewissermaßen zu arbeiten, weil nur das den Wohlstand erhöht. Oder nehmen Sie das Beispiel von Ronald Coase. Auch Ronald Coase, das ist ein berühmtes Beispiel, da geht es darum, eine Eisenbahnlinie gibt es, und die Eisenbahn sprühen Funken, und die Funken verbrennen das Getreide, was rechts und links von der Eisenbahnlinie liegt. Wer hat Recht in diesem Fall? Der Farmer oder die Eisenbahn? Wie ich schon angedeutet habe, vom normalen Menschenverstand, der dem Verstand der Österreicher entspricht, wie in fast allen Angelegenheiten, eigentlich sind wir nichts anderes als die Vertreter des gesunden Menschenverstandes. Da würde man sagen, ja, das kommt drauf an. War der Farmer da eher, dann kann er natürlich der Eisenbahn verbieten oder sagen, ihr müsst mich entschädigen oder ihr müsst irgendwelche Mittel ergreifen, damit diese Funken nicht mehr sprühen. Oder war die Eisenbahn zuerst da und hat immer schon Funken versprüht und dann hat der Farmer nebenan seinen Weizen angebaut und so weiter. Dann hat er natürlich keinen Anspruch darauf, dass die Eisenbahn etwas macht. Er hat ja Eigentum ergriffen, wissend, dass so etwas passiert. Nein, aber das ist nicht das, wie Coase das Problem lösen würde. Der sagt dann, ich lese das erstmal auf Englisch vor, verstehen das wahrscheinlich und dann übersetze ich das kurz. The question is commonly thought of as one in which A inflicts harm on B and what has to be decided is how should we restrain A? But this is wrong. We are dealing with a problem of reciprocal nature. To avoid the harm to B would be to inflict harm on A. The real question that has to be decided is, should A be allowed to harm B or should B be allowed to harm A? The problem is to avoid the more serious harm. Also um das kurz auf Deutsch wiederzugeben, der sagt, wenn wir dem Eisenbahnbesitzer verbieten, das weiterzumachen, dann tun wir ihm etwas an. Wenn wir jemandem etwas verbieten, auch wenn wir als Österreicher sagen, das ist doch ein Aggressor, dann verbieten wir auf der anderen Seite immer einem anderen etwas zu tun. Vielleicht sollte ich folgendes Beispiel nehmen. Das stammt von meinem Kumpel Walter Block. Nehmen wir an, wir haben einen Vergewaltiger und eine vergewaltigte Person. Wenn wir dem Vergewaltiger verbieten, zu vergewaltigen, dann tun wir dem Vergewaltiger etwas Böses an. Das ist die Sicht von Ronald Coase. Wenn das aber so ist, und die Entscheidung muss dann sein, etwas weniger Schlimmes zu machen. Sollen wir also dem Vergewaltiger verbieten, dass er das macht? Oder sollen wir ihm das erlauben, dass er das tut? Das kommt jetzt darauf an, was ist das? Für wen ist das Opfer größer? Für die vergewaltigte Person oder
für den Vergewaltiger. Walter Block macht jetzt folgende Annahme. Nehmen wir an, der Vergewaltiger hat ewige Zeit im Gefängnis gesessen und leidet fürchterlich. Und das vergewaltigte Opfer ist eine Prostituierte, die das ohnehin immer macht. Dann ist die Frage, würde man dem Vergewaltiger etwas Böseres antun, indem man ihm das Vergewaltigen verbietet? Oder würde man der Prostituierten etwas Böseres tun, indem man es erlaubt, dass sie vergewaltigt wird? Ja, da kann man natürlich den Fall konstruieren, naja, die macht das ja sowieso. Das ist nur ein kleiner Verlust für sie. Little harm. Und auf der anderen Seite der Vergewaltiger, immerhin hat er schon 10 Jahre im Gefängnis gesessen, ist raus, der sprüht vor Energie. Für den wäre das ja ein schwerer Verlust, wenn er das nicht tun dürfte. Also lässt man es zu. Oder dann geben wir ein anderes Beispiel. Ich nehme Ihnen mal das Portemonnaie aus der Tasche, weil ich sage, ich kann mit Ihrem Geld etwas Wertvolleres anstellen als Sie. Das kann durchaus sein. Sie mögen das ja irgendwie verschwenden für Spielereien oder sonstige Sachen und ich baue damit eine Fabrik. Ja, wenn ich zeigen kann, dass ich mehr zu der Wohlstandsvermehrung beitrage als Sie, wäre das gerechtfertigt, dass ich Ihnen das Portemonnaie aus der Tasche ziehe. Stellen Sie sich vor, es gäbe ein solches Rechtssystem, wo immer der hat Recht, der mit den Objekten etwas Wertvolleres anstellen kann. Dann gibt es überhaupt keine Rechtssicherheit mehr. Denn diese Situation kann sich ja natürlich auch laufend umkehren. Das heißt, selbst wenn es wahr ist, dass ich heute was viel Besseres mit Ihrem Geld anstellen könnte als Sie selber, kann das schon morgen umgekehrt sein, dass ich mein Geld verprasse in irgendeiner Weise, die nicht zum volkswirtschaftlichen Wohlstand beiträgt und Sie derjenige sind, der volkswirtschaftlich gesehen etwas Wertvolleres mit dem Eigentum anstellt. Das heißt, alle Rechtssicherheit hört auf zu bestehen und das führt eben auch dazu, dass es unter dieser Regel, die eigentlich sagt, gerecht ist das, was den Wohlstand in Geldeinheiten gemessen vermehrt, dass gerade unter dieser Regel der Wohlstand nicht vermehrt wird, weil nämlich eine ständige Rechtsunsicherheit herrscht darüber, wer denn wirklich der rechtmäßige Eigner von irgendwelchen Sachen ist. Zum Beispiel auch bei Enteignung, diese Chicago-Schule. Das nennt man in Amerika, wo im Englischen heißt das, Eminent Domain, richtig. Also dass man, der Staat enteignet ein Grundstückseigentümer und sagt, ja, aber da wird dann hinterher etwas hingebaut, was viel, viel wertvoller ist als das, was da gegenwärtig steht, ganz egal, was der Eigentümer dagegen einzuwenden hat. Dieses Eminent Domain-Politik, die auch im deutschen Recht gibt es natürlich so etwas auch, also Enteignung zum öffentlichen Wohl. Die Begründungen dafür beruhen immer auf diesen Chicago-Überlegungen. Es kommt nicht darauf an, wer hat Recht und Unrecht. Es gibt gar keine klare Entscheidung darüber, was Recht und Unrecht ist, sondern Recht ist das, was den Wohlstand im Augenblick vermehrt. Und alle Handlungen, die den Wohlstand nicht vermehren, sind per Definition Unrecht. Wie gesagt, diese Rechtsauffassungen werden von einer Schule vertreten und auch Ronald Coase wird überall gelobt als großer freier Marktwirtschaftler. Was ich hier deutlich zu machen versucht habe, ist, nein, das sind gefährliche Gegner der Marktwirtschaft. Das sind außerordentlich gefährliche Gegner jeden Privateigentums. Was Sie in den Zeitungen über diese Leute lesen, hat mit dem, wofür diese Leute tatsächlich stehen, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich danke Ihnen.